In der heutigen Episode 357 spreche ich über ein äußerst interessantes Phänomen wieder. Und zwar, das fällt mir immer wieder auf. Und zwar ist es so eine Eigenart von Kandidaten, die ganz freizügig Namen von ehemaligen Kollegen, Kunden und auch Vorgesetzten nennen. Ich finde das nicht wirklich nötig und ja, was ich davon halte, das erfährst du gleich. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast zeigt vor allem Fach- und Führungskräften Karrierechancen auf und bietet einen Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Unter berufspodcast.com/termin kannst du direkt einen Telefontermin aussuchen und dann sprechen wir zusammen. Ja, es ist nur ganz spannend, nicht nur in letzter Zeit, sondern es kommt immer wieder vor, dass in Jobinterviews ganz freizügig Namen von eben Kollegen, auch Kunden und Vorgesetzten genannt werden. Und ich finde das völlig unnötig. Ja, also ich glaube, das ist wirklich nicht gut. Aber warum ist das nicht gut? Weil ich denke, ich könnte die Person ja auch kennen. Ja, und ich habe vielleicht auch eine andere Sicht dazu. Vielleicht gibt es auch Recruiter, die auch, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen, vielleicht indiskret sind. Auch das kann sein, dass sie dann vielleicht auch mit der Person dann Kontakt aufnehmen. Wir wissen alle, das darf so nicht sein. Wir werden auch da keine Referenzen einholen, ohne dem Kandidaten auch Bescheid zu geben. Das ist an der Stelle, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und trotzdem, es darf, aus meiner Sicht sollte es so sein, dass man in einem Interview sehr zurückhaltend ist mit Namen. Und nicht einfach die klar rauszugeben. Ich glaube, das ist wirklich nicht günstig. Und ich frage mich ab und zu, wieso man das macht. Vielleicht hat man auch das Gefühl, dass es eine gewisse Verbindung aufbaut oder dass das auch eine gewisse Vertrautheit aufbaut. Und ich habe auch schon erlebt, dass man dann den Eindruck hat, Mensch, ich war mit dem und dem schon zusammen. So will man sich vielleicht auch ja vielleicht besser darstellen. Auch das kann es unter Umständen sein. Aber ja, ich weiß nicht, was du dazu meinst, aber ich find's ganz merkwürdig und ich würde es von meiner Sicht, ich würde es wirklich empfehlen, das nicht zu machen. Also ich würde keine Namen nennen in einem Jobinterview. Also halte ich da bitte zurück, weil das aus meiner Sicht zumindest hier nicht zielführend ist. Und ich, ja, sag jetzt einfach mal, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Sichtweise auch mal mitteilst, gerne über LinkedIn oder auch über Sprachnachricht, über WhatsApp von mir, also Telegram oder Signal. Das ist ja auch meine Kontaktdaten hier auf dem Berufspodcast. Also bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und ja, also aus meiner Sicht bitte keinen Namen nennen. Alles Gute und bis bald. Dein Christoph.